Hier ist der Michael von Miga Caravan aus Dingespiel. Heute dreht sich mal alles um saubere Luft. Ihr wisst, die Firma AirTune ist stetiger Begleiter von Miga Caravan. Wir haben viele Produkte von ihnen da, weil die auch wirklich ganz tolle Produkte machen. Wir gehen mal ganz kurz durch, aber in der Hauptsache geht es mir heute einfach um Luftfilter. Um die Luftfilter, wo man in den Düsen reintut, von den Luftfiltern, wo man die Luft einfach ein bisschen reinigt, die unsere Luftheizung, sprich Truma-Luftheizung, im Wohnmobil verteilt, da nämlich die Ansaugung auch ohne Filter passiert, so auch der Ausstoß ohne Filter passiert. Ich persönlich habe damit immer große Probleme mit meinen Schleimhäuten, die Nase schwillt an nachts beim Schlafen, wenn man heizt. Klar, jetzt sind wir langsam über die Heizphase drüber, aber trotzdem muss man nachts noch ab und zu mal zuheizen. Und da ist es schon wirklich mega interessant, was man da tun kann. Und just hat die Firma AirTune ein ganz tolles neues Produkt da dementsprechend auf den Markt gebracht, möchte ich mal grob sagen, beziehungsweise sich einfallen lassen, dass die ganze Geschichte noch besser, noch gefilterter wird mit Aktivkohle und so weiter. Und da möchte ich euch einfach mitnehmen, warum, wieso, weshalb das so effektiv ist im Wohnmobil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich bringt es eine Menge. Ich arbeite aktuell immer noch mit den Kleinen, die man einfach von in die Düse reinsteckt. Super geil, das war schon um Welten besser. Ich weiß, da gibt es mal von der Montage her das ein oder andere, wir haben sehr viele montiert, wo man so ein bisschen tricky machen muss. Dann gab es ein kleines Setup für bestimmte Düsen und jetzt haben wir was ganz Neues und das möchte ich für euch testen, euch vorstellen und meine ehrliche Meinung dazu geben. Und ich bin nach wie vor begeistert davon und da möchte ich euch einfach mal kurz mitnehmen. Hier streife ich nur ganz kurz die Produkte, wo wir eh schon alle da haben von der Firma AirTune, von Glasreiniger bis hin zu Smell Stop. Ein ganz tolles Produkt, gerade wenn man eine Glissana hat, eine ganz tolle Sache, kann man einen Sprüher einfach in die Schüssel reinmachen, wenn man mal nicht gleich eine Folie schweißt und es mal nachts drin stehen lässt. Wunderbar, da riecht nichts, überhaupt kein Problem, hält ewig so eine Flasche. Dann haben wir hier ein super geiles Fleckenspray, gerade für Wohnmobile im Polstersektor. Ihr seht, ist auch schon fast leer hier, ist unheimlich toll. Dann haben wir noch den Raumgeruchsbeseitiger, auch ganz toll. Das sage ich immer, also nutze ich auch selber bei mir im Fahrzeug. In unsere Wohnmobile ist natürlich die Toilette ein Thema, ist sehr klein, sehr eng und somit entstehen natürlich Gerüche. Und hiervon einfach zwei, drei kleine Sprüher. Der große Vorteil, die Firma AirTune hat hier ein Produkt, was den Duft nicht einfach nur überdüncht, sondern die Moleküle, diese Duftmoleküle in der Luft auch zerstört und aufspaltet und somit vernichtet. Das ist sehr nachhaltig, das ist toll, weil da gibt es keinen so einen Mischgeruch, sondern das wird einfach schlichtweg beseitigt und der Geruch ist einfach weg und riecht sehr angenehm. Muss man wirklich sagen, ist ein tolles Produkt. Ich arbeite da schon lange damit. Ich habe die auch bei mir im Fahrzeug für Wohnmobile natürlich hier so ein tolles Täschchen dementsprechend, die es auch bei uns im Online-Shop alle gibt, super geil zu erhalten und ich bin immer wieder ganz großer Fan von den Produkten. Aber jetzt, warum das Video eigentlich entstanden ist oder warum das Video zur Folge hat, sind diese Filter. Hier haben wir sie, das sind die herkömmlichen AirTune-Filter und da möchte ich einmal ein bisschen näher mit euch drauf eingehen. So, das ist das Bild, was man eingänglich ja schon gezeigt haben. Hier haben wir die verschiedensten Arten von Filtern. Ursprünglich hat ja alles mit den Filtern hier angefangen. Super geile Erfindung, die kann man hinten an dem Ausströmer ranklapsen. Hier zum Austauschen. Letztlich, was sich hier getan hat, ist, man muss die Teile ankleben oder in den meisten muss man die wirklich ankleben an die Ausströmer. Von der Montage her ein bisschen aufwendig das Ganze. Und ja,
funktioniert von dem, wenn sie montiert sind, funktionieren sie hervorragend. Ich habe die alle in meinem Fahrzeug drin. Ich habe gute, saubere Luft und hat schon echt gigantische Ergebnisse gebracht. Messbare Ergebnisse. Jetzt gehen wir hin zu denen. Die wurden dann alternativ noch dazu gefertigt. Da muss man nicht mehr den Ring anbringen, sondern die kann man von vorne reinklipsen. Sind ein bisschen anders aufgebaut. Aber jedenfalls sind die auch für den Ausströmer als solches gedacht. Auch ganz tolle Produkte, die funktionieren auch hervorragend. Und jetzt haben wir ein ganz neues Produkt zu der ganzen Serie, der Filter dazu. Und zwar hier einen großflächigen Filter. Jetzt wird ihr euch fragen, na, der passt aber nicht in Ausströmer. Ja, das stimmt. Der passt natürlich nicht an den Ausströmer. Da zeige ich euch auch gleich, wo der montiert wird, beziehungsweise wie der montiert wird. Der wird nämlich direkt an der Truma-Heizung montiert. Und dafür würde ich gern mal hier an ein Objekt gehen, um euch das Ganze mal so zu zeigen. So schaut das Ganze montiert aus, ist kein Hexenwerk. Die ganze Geschichte wird hier einfach an der Ansaugung vorne dran montiert und das war es im Prinzip schon. Dann kommt hier noch ein kleiner Ring, der kommt hier hinten noch rein montiert. Ich mache das Ganze jetzt mal bei mir in meiner Heizung und da nehme ich euch mal mit und zeige euch dann effektiv das Ergebnis. Der wird einfach hier nur drauf geklipst. Das Schöne ist, den kann man ohne Probleme hier auch rausnehmen, ausblasen, sauber machen, wieder einsetzen und natürlich jederzeit auch einen neuen reinmachen. Die werden hier einfach schön sauber aufgeklipst. In der Regel hält es ohne Probleme, wenn die hier leicht eingedreht werden. Zack, und schon ist er dran und fällt auch nicht mehr runter, hält perfekt. So schaut das Ganze aus und ich würde jetzt einfach sagen, wir gehen jetzt mal an die Hard Basic und machen das Ganze in meinem Fahrzeug und montieren das Ganze mal live. Wir müssen einfach das Gitter hier, wo hier montiert ist, wegmachen und dann dementsprechend kommt der Filter ran, der Ring hinten ran und dann war es das schon. Und das demonstriere ich euch jetzt mal, wie das Ganze dann in live ausschaut. Hier haben wir mein Wohnmobil zum Thema Dieselheizung und dem Filter von der Firma AirTune. Und dafür gehen wir jetzt mal ins Innere des Fahrzeugs und schauen uns das ganz genau an, wie der montiert wird, wie die Thematik ausschaut und wie toll der läuft. So, hier sehen wir jetzt meine persönliche Einbausituation, das ist eine D6 und nur damit ihr das auch hier mal seht, hier habe ich den Filter montiert, hier seht ihr, hier ist er angestöpselt, also hier saugt er jetzt an der Ansaugseite, er hat hier viel Platz und hier ist der kleine Ring nochmal drin, damit er entsprechend ausschließlich vorne ansaugt und ich muss ganz ehrlich sagen, man spürt richtig, wie er hier richtig fett saugt und ich muss auch sagen, jetzt schon, die Heizung ist wesentlich laufruhiger. Sparsamer kann ich natürlich noch nicht sagen, das obliegt noch etlichen Tests, aber ich bin auch ganz ehrlich, das ist mir jetzt schon egal. Natürlich habe ich hier vorne meine Ausströmer alle rausgemacht, also die AirTune-Filter hiervon, weil ich jetzt die Ansaugung hier hauptsächlich an der, also die Luftansaugungfilter. Und bei mir zum Beispiel ist genau das das Problem. Ich habe hier, ihr seht hier, das Rohr ist geschlitzt. Somit habe ich natürlich die Problematik, wenn ich jetzt die Ausströmer befilter, dass dann natürlich die Luft sich den leichteren Weg sucht. Es kommt immer noch viel hier vorne raus, aber es kommt wesentlich mehr dann aus diesen Schlitzen raus und da kommt wieder die ungefilterte Luft raus. Und das genau hier bei mir in der Bettsituation, wo ich ja genau nicht möchte, sondern genau das Gegenteil möchte. Und das ist der große Vorteil von diesem Filter, denn jetzt sauge ich ja direkt hier schon saubere Luft an. Den Filter mache ich alle paar Wochen sauber,
ganz leicht rein und raus zu machen, Blasen aus, alles ist schick und schon habe ich hier eine schöne, saubere Luft, wo gefiltert ist, keine Feinstaubbakterien mehr drin, ist ein Aktivkohlefilter mit drin. Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon letztlich begeistert über die Situation und ich freue mich richtig drüber, dass AirTune sich hier so viel Gedanken gemacht hat, um so einen Filter zu kreieren. Und ich muss wirklich sagen, ich bin hellauf begeistert, allein schon jetzt, wie sie läuft. Ich bin jetzt auch gespannt. Ich habe natürlich in dem Zuge hier den ganzen Kasten mal wieder sauber gemacht, wie sich hier die Staubentwicklung gibt. Da halte ich euch natürlich per Update immer wieder auf dem Laufenden und werde euch darüber natürlich auch immer ausgiebig informieren, damit wir hier von dem Filter auch eine schöne Doku haben, wie das funktioniert. Also ihr seht hier drin, hier seht ihr, da ist er dran, einfach dran gesteckt und das war es im Prinzip schon. Den Ring montiert, damit er schön vorne absaugt, der läuft jetzt schon etliche Stunden. Und ihr seht, ich habe hier keine Fehlermeldung, gar nichts, läuft einwandfrei durch. Super geil, ist eingestellt auf 23 Grad gerade aktuell. Ich bin mega begeistert, habe es auch schon unter Volllast laufen lassen, auch überhaupt kein Problem. Wenn ich die jetzt hochdrehe, habe ich die schon etliche Zeit unter Volllast laufen lassen. Test hier immer wieder durch und ich kann nur sagen, läuft perfekt, astrein. Ja, ich muss aufpassen, dass ich nicht vor lauter Begeisterung gleich das Stottern anfange, aber ich finde es einfach nur richtig, richtig cool und freue mich hier schon auf weitere Updates, wo ich euch zukommen lasse um diesen Filter. Ich hoffe, ich habe euch die ganze Thematik der Luftfilterung einfach so ein bisschen näher bringen können. Mir bringt es unwahrscheinlich viel. Noch dazu haben wir den tollen Effekt, dass die ganze Heizung durch den direkten Ansaugfilterung leiser wird und auch noch in Anführungszeichen einen kleinen Prozentsatz sparsamer wird. Das sind alles tolle, tolle Features, wo ich sage, damit kann ich richtig geil arbeiten und ich kann das nur wirklich jedem empfehlen, weil der Filter sehr leicht zu montieren ist, sehr leicht auszuwechseln ist. Selbst wenn es mir machen, wenn die Zugänglichkeit ein bisschen kompliziert ist, ist es aber auch kein großes Problem, das zu montieren und man hat saubere Luft im Wohnmobil gefiltert mit Aktivkohlefilter und so weiter und da muss ich sagen, das ist schon echt eine geile Errungenschaft, wo ich sage, wow, danke Firma AirTune, ganz tolles Produkt, wo ich wirklich froh bin drum und ich glaube auch ganz viele, viele Camper da froh sind, dass dieses Produkt so geben wird, weil das ist schon richtig, richtig klasse. Endlich durchatmen, saubere Luft, auch in den Fahrzeugen, wo das mit den Düsen einfach ein bisschen schwierig ist, weil wir ja viele Fahrzeuge haben mit Unterkellerung und so weiter, wo die Heizungsrohre teilweise geschlitzt sind, da wird es dann ganz schwierig. Auch von der Montage her und natürlich auch von der Filterung, weil durch die geschlitzten Rohre kann man natürlich die Düsenfilter nützen da nicht viel. Und darum finde ich das ein ganz, ganz tolles Feature, dass die Ansaugung jetzt gefiltert wird, weil jetzt wird alles ab Heizung sauber. Und das ist richtig toll. Ich setze die Tests weiter fort, halte euch weiter auf dem Laufenden. Wenn euch das Ganze interessiert, bleibt dran. Über ein Like freue ich mich. Das ist immer die kleine Motivation, auch hier die Videos natürlich so weiterzumachen. Wenn ihr verrückt seid, einfach den Abo-Button drücken, damit ihr auch nichts weiteres mehr verpasst. Auch eure Meinung in die Kommentare, da freue ich mich natürlich unwahrscheinlich drauf. Was denkt ihr dafür oder was denkt ihr darüber? Sinnig, unsinnig. Ich bin gespannt auf euer Feedback und freue mich schon auf unser nächstes Video. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, euer Micha von Mika Caravan. Ciao, ciao.